Heute ist Mittwochsfestival und alle Kinder haben so Laternen. Hallo! Schau mir Laternen! Hallo! Yeah. Amy? Yeah. Hi, Drayden! Und die Mädchen tragen auch alle richtig schöne Kleider. Und hallo! Das ist Drayden. How are you, Drayden? How are you? Are you happy? Happy. Happy? Angry? Angry. Amy. Und das ist ein typisch chinesisches. Say hi, Amy. Es ist ja Mid-Autumn-Festival, deswegen haben wir bis Sonntag frei und wir sind gerade in Guangzhou wieder. Wir haben uns mit Leuten getroffen aus Dongguan und Foshan und ihr glaubt es nicht, wir haben ein Apartment-Hotel gemietet. Das heißt, wir haben ein Apartment im 22. Stock hier im Messegelände von Guangzhou und es ist heftig. Ich zeige euch das jetzt mal. Sogar eine Klingel. Anna ist übrigens wieder. Zum Glück meine Dingens. Meine Dingens. Hi, that's Liz. She's from Denmark. Und das ist unsere Küche. Hallo, wir haben eine Küche. Wow, für und zwei Sprachen. Und eine Waschmaschine. Das ist ein fancy Spiegel. Hi. Oh, da ist Liz erstmal. Und ein Sofa sogar. Das ist wie so ein Apartment. Das ist ein Bett. Falls ihr noch nie Betten gesehen habt. Und das es ist einfach weich. Der Ausblick. Ich meine, hallo. Das ist voll cool und es war so günstig. Ich glaube, ich bezahle pro Nacht und ich bin zwei Nächte hier. Ich bezahle insgesamt 25 Euro für zwei Nächte. Und Kati hat kaum Schützen. Ich bin so hart am Schützen, ja. Das ist das nächste. Von Liz und Cynthia, glaube ich. Die haben sich schon mal breit gemacht. Also, und jetzt kommt jetzt? Das Geilste. Ein oh mein Gott, ein begehbarer Kleiderschrank. Oh, sieht man jetzt nicht, aber es ist ein bisschen dunkel. Und jetzt kommen wir zum besten Part. Oh, Dusche, das Badezimmer, Badewanne. Der ist Cynthia, by the way. She lives in Foshan. Hi. Say hello, she's from L.A. L.A. Oh, booty. moin. Das ist das Bad. Das Klo ist ein bisschen komisch, weil das so offen ist. Das heißt, wenn ich auf dem Klo sitze. Das war schon immer mein Traum, Kati beim Kacken zu sehen. Aber nein, natürlich, ich kann... Was? Scheiße, Fan. Oh, das ist gar keine Tür. Doch, das ist eine Tür, Kati. Das ist keine Tür. Das ist eine Tür. Aber das nicht. Das ist eine Mauer. Eine Wand wohl eher. Ach, eine Wand. Ja, egal. Auf jeden Fall, das ist unser Apartment und wir werden es jetzt hier genießen, unser Happy Mid-Autumn-Festival. Oh nein, unser Mid-Autumn-Festival. Und deswegen, ich schwitze jetzt, deswegen, bei mit Pfei. Bei mit Pfei. Also, wir sind jetzt in Guangzhou. Und es fängt gerade an zu regnen, habe ich gemerkt. Und... Sorry für das Kamerawackeln, Anna wollte ihre Tasche. Und das ganze Make-up ist jetzt auf meiner Kamera. Auf jeden Fall, das ist die Hauptstraße. Es sieht wirklich echt cool aus, ein bisschen wie in New York, finde ich, auch weil ich noch nie in New York war. Aber es sieht auf jeden Fall echt gut aus. Und wir gehen jetzt shoppen und danach wieder in Paulana. Wir sind zur Feier des Tages im Paulana Bräuhaus. Ich habe mein Sauerkraut wieder und Kartoffelpüree und Rostbraten geschenkt. Cynthia hat Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat und Liz hat genau das gleiche wie wir und Anna auch. Und Anna hier die geile Apfelschorle. Und nee, ich war so in schlau. Einem Glas, wo Oktoberfest draufsteht. Das ist wirklich kein Bier, ne? Und ja, die Brezel darf nicht fehlen, es war eine Aufbackbrezel, aber ist trotzdem gut. Okay, guten Appetit. Da dieses Festival auch Moon Festival genannt wird, ist der Mond heute am größten und deswegen, es sieht man vielleicht ganz schlecht, tut mir leid für die Quali. Und deswegen gibt es ganz viel Mondkuchen und wir haben uns jetzt einfach auf diesen Platz vor dem Paulana gestellt und fotografieren wie Chinesen diesen Mond. Entschuldigung, das war keine rassistische Äußerung, aber es ist einfach so, dass Chinesen alles fotografieren. So langsam merkt man, wieso in China überhaupt 1,3 Milliarden Menschen
leben und es fühlt sich gerade an, als ob alle am Guangzhou Tower sind und der ist so hoch. Es ist echt krass. Es ist wirklich krass, oder? Anna? Ja, ist ein bisschen hoch. Is it, it's fucking high, isn't it, Cynthia? Nisbet? Crazy. It's such, I've never seen something like that. Ha, ja. Vielleicht machen wir da mal oben freien Fall, ganz oben an der Spitze. Überlegen wir gerade, je nachdem wie cool das ist. So. Yeah. You need to show the ticket. She's so dumb. Ja, also wir sind jetzt hier im Canton Tower innen drin und wir warten. Guck mal, wie viele Menschen da sind. Just show the people. Also Cynthia ist ein bisschen klein und dann hi. Anna ist gerade auch gekommen und alle Menschen fragen sich, oh, wieso? Aber, Alter, das ist so komisch. Ich mache mich jetzt klein. Auf jeden Fall, ich werde hier richtig angeguckt, weil ich so groß bin. Aber ja, wir warten jetzt und machen, eigentlich wollten wir so einen Bubble machen. In so Kugeln drumherum, aber es geht nicht. Und deswegen muss ich einfach leider so ein paar Eindrücke aus dem, von 423 Meter Höhe zeigen. Aber okay, gut. Cynthia ist, glaube ich, nicht meine neue Kamerafrau. Aber danke. Okay, schön. Yeah. Wow. Der ist echt schnell, der Fahrstuhl. Nur so zählt. Aber, oh, Druck auf den Ohren. Hässlich, 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 hässlich. Schön. Wow. Wir haben noch ungefähr die Hälfte so vor uns. Canton Tower. Wir sind jetzt im Canton Tower oben. 428 Meter hoch und im 107. Stock. Und also im Fahrstuhl bin ich fast gerade zusammengebrochen, weil das echt krass war, weil das so hoch ist. Ich kann über 3 Zimmer so fahren. Ich muss so spannend machen. Und ja, also die Aussicht ist echt der Hammer. Es ist wunderschön, aber man sieht das nicht so geil wegen dem Glas. Bisschen Patschehändchen. Und ja, auf jeden Fall war das echt gerade echt schön und ich bin mal gespannt, wie das wird. Wir gucken jetzt hier ein bisschen rum. Wir konnten leider nicht in die Bubble Tramps, aber ja. Okay. Chinesen, die mit Party Bilder machen. Sie fühlt sich jetzt geil und fame und will es unbedingt auf Video haben. Wieder aus Seoul. Tut mir leid, dass ich aus Guangzhou nicht mehr filmen konnte. Mein Akku ist leer gegangen und ich hatte mein Akku-Aufladekabel hier in Seoul vergessen. Und ja, wie ihr sehen könnt, die größte Veränderung ist mein Haar. Auf dem letzten Video hatte ich noch so lange Haare, jetzt habe ich so kurze Haare. Ja, keine Ahnung, war irgendwie eine spontane Idee. Und ich bin halbwegs damit zufrieden. Aber Haare wachsen nach. Keine Ahnung. Und ja, auf jeden Fall war es mega, mega cool. Wir waren gestern noch weg, abends ziemlich lange. Und es waren dann doch ein paar Bierchen und alkoholische Getränke mehr, als wir eigentlich geplant hatten. Und war dann doch länger auch, als wir geplant hatten. Deswegen sehen wir heute alle ziemlich fertig aus. Anna ist gerade in ihrem Zimmer. Wir chillen komischerweise gar nicht mehr so viel miteinander. Wir mögen uns immer noch, haben uns nicht gestritten oder so. Aber ich glaube, das ist einfach auch mal gut, wenn man Abstand oder so hat. Nein, das klingt gemein. Ich vermisse Anna nämlich gerade, weil normalerweise liegt sie immer hier. Und falls Anna das jetzt gucken sollte, Anna, ich vermisse dich, komm zu mir rüber. Aber ja, auf jeden Fall Guangzhou sehenswert, unbedingt eine Stadt, in die ihr gehen müsst. Wirklich eine der Lieblingsstädte von mir. Und ja, ich gehe jetzt mal schlafen. Ich würde mich selber einen Daumen hoch freuen und bis zum nächsten Video. Hab euch lieb.